Was ist dein Kopf? Der hat sogar ein Gesicht. Ihr habt ihn an der Waffe. Eindeutig. Das stimmt. Eigentlich, ja, das fällt dir früh auf. Weißt du, was meine Mama immer gesagt hat? Oh nein. Dass Melvin stinkt? Ey, das was? Das auch. Aber ich meine, dass du mit der Mutantenrüstung echt fett aussiehst. Ja. Ja. Wenn ich das mal so sagen darf. Sie sehen ganz schön fett aus mit der Rüstung. Na toll. Genau. Das macht eine Buffelhufte. Beide damit an. Na Hilfe. Ich glaube, ich bin dann mal wieder weg, ne? Nein. Raus. Oh Mann, jetzt habe ich das falsch angegeben, nicht Depp. Ich kann essen. Ja, Melvin, nur, man sollte das Passwort schon richtig eingeben. Ich kann essen. Ich kann essen. Weißt du, was ich eben gerade gedacht habe? Was denn? Nichts. Ja. Tyrox, kennst du das hier noch? Ah, ja. Wollen wir noch mal in eine Höhle gehen? Das macht Bumm. Und schießt den Tyrox ganz doll weg. Das prickelt im Po. Das prickelt im Po. Oh. Ah. Oh, ich kann keine Stöcker mehr aufsammeln. Das ist unfair. Ja, gut, ne? Dafür kann ich nichts. Doch, kannst du. Nein. Doch, kannst du. Mach dir ein Stoppkörbchen. Hab ich schon. Hab ich nicht. Warum hab ich kein Stoppkörbchen? Na, damit du anstatt 10, 20 Stöckchen tragen kannst. Stoppbeutel. Hast du denn keinen Nickel? Fell. Naja. Ja. Da hinten. In der Lagerecke. Hilfe. Das ist Wildschwein. Kanigel, da ist es. Bums, Kanigel. So. Getrocknete Haare. Ich hätte zur Not auch noch 2 im Inventar gehabt. Nein, danke. Da ist ein Kanigel. Stockbeutel. 2. So, was? Wisst ihr was? Katzenpiss ist nass. Genau. Sperrtasche. Was ist eine Sperrtasche? Was bringt die? Da kannst du normale Standardsperre reinmachen. Ja. Oh. Tageslicht, Nachthelligkeit, Gameplay, Soundeffekt auf 40 drehen, damit ich den Tyrox auch höre. Der ist irgendwie leise heute. Was willst du? Das ist deine Standardlautstärke. Ich will nur Stöcke. Verschwinde. Vor allem Stöcke. Tyrox hat keine mehr, die hab ich schon alle geklaut. Stimmt. Nein, ich wollte vor seinem Haus Stöcke klauen. Na, das kannst du doch. Nein. Da steht nirgendwo sein Name drauf. Ja! Ach, Cassie, brauchst du noch ein Hasenfell? Mach das nochmal.
Er hat wieder ein Hasenfell. Oh, gut. Jetzt darfst du in mein Haus gehen und dir ein Hasenfell mopsen. Hey. Er hat wieder ein Hasen umgeknickt. Okay. Nö, mein Dings ist fast voll. Kleinox hat ja schon welche stibitzt. Sind das Hasen? Ist das Hasen? Oh. Hey, nichts. Klaut ein Wunder. Doch, die Beine, aber egal. Ein Wunder. Weißt du, was das Gute an einem getrockneten Hase ist? Er hält lange und er schmeckt scheiße. Hase. Das stimmt. Melvin hat schon wieder seine Freunde mitgebracht. Was für Freunde? Die draußen sind. Was für Freunde, genau. Ja, das, ja. Ja. Ich darf mich fragen, was du da baust. Weil ich genau weiß, dass du was baust. Nix! Ein Riesen-Dildo für Melvin. Was ist da? Noch nix ist da, ja. Echt? Du siehst das? Du siehst das nicht? Hä? Was denn? Ich kann das nicht mal bauen, oder? Diese Totems. Totems in unserer Base, soll ich die wegmachen? Ich hab hier gerade einen Holzzaun angezeichnet und ich kann den irgendwie nicht bauen oder wegmachen. Ich seh nix. Besonders... Hä? Guck mal. Weißt du, was das Schöne an denen ist? Mhm. Da gibt's ganz, ganz viele Beine. Die kann man essen. Oh yay. Ich hab auch noch welche im Inventar. Möchtest du haben? Mach's einfach aufs Lagerfeuer. Mach's aufs Lagerfeuer. Also meine Beine sind verrottet. Da lag dann auf immer nur noch der Knochen da. Ike, da wird kein Zaun hingebaut. Oh, schade. Deswegen, ich mach den weg. Ja, mach. Seit wann bist du eigentlich Skinhead geworden? Hä? Für die zwei Stöcke. Seit wann bist du eigentlich Skinhead geworden? Was bedeutet das? Skinhead, Glatzkopf. Rechter. Tja, ich hab mich, rasiert. Styling. Auch ohne... Diesmal mit ohne Bart. Ja. Was das Schöne ist, du kannst so viel Menschenfleisch essen, wie du willst. Und das ist ganz noch lecker. Von der Gesundheit her oder von der Psyche her irgendwie ein bisschen labil bist. Nein. Ach, das ist doch nicht so schlimm. Labil? Also echt. Vielleicht erklärt das doch das Lispeln. Nee, das ist, weil Tyrox Pilze essen tut. Ich mag Pilze. Ich mag Pilze. Okay. Dann ess mal schön deine Pilze weiter. Ach so, gibt's da nicht so irgendwie einen Bärensack oder so? Ja, den hab ich ja schon. Ich brauch den auch, aber ich glaube, da brauche ich irgendwie Wildschwein oder so für. Baum knattert. Cassie, weißt du? Ja? Einfach, weißt du, es gibt manche, die wollen halt einfach nur protestieren. Ja? Aha. Und weil sie protestieren. Was du mit den. Was? Oder so? Was läuft falsch bei euch? Ach, nichts, keine Sorge. Noch nicht. Also. Warte mal. Ich bin gerade sehr gefummelt. Egal. Was gibt's denn eigentlich in der Höhle bei uns in der Base? Drei Haken. Ah, oh, nee. Was? Hä? Nee, nee. Doch. Da haben wir doch den Greifhaken geholt. Nee. Nee, den gab's woanders. Da, wo wir in der Höhle waren, wo ich dich, wo Cassie dich ins Loch runtergeschossen hat. Ich hatte noch nicht mal Dynamit. Hä, aber da waren wir ja noch nicht drin und ich hatte den Greifhaken schon. Jetzt. Oh. Nee, den gab's dort, wo das Dynamit flog und du ins große Loch gefallen bist. Das war eine Anschlusshöhle zu der Höhle, wo es den Greifhaken gibt. Ich glaub, kann mal bitte jemand aufhören, meine Lager voll zu bauen? Ich hab Langeweile, tut mir leid. Hallo!
Hallo. Was machst du neben meinem Bett? Ohne hier. Hey, ja. Siehst du diese weißen Flecken auf deinem Bett? Ike hat mich auf eine wundervolle Idee gebracht. Oh Mann. Hallo Ike. Warum habe ich so seltsame Nachbarn? Ach, die sind nicht selbst. Nein. Die können doch nicht mal richtig sprechen. Warum schwebt hier ein Zaun in der Luft? Kriegt den nicht mehr weg, den habe ich irgendwann. Ja, da war Dings, das Baumhaus drauf, was Tyrox dann irgendwann zerstört hat, weil er Dynamit auf mein Haus geworfen hat. Lernen Sie es jetzt mal richtig Deutsch. Okay, naja, in deinem Haus liegt was zum Kuscheln. Ganz, ganz viele Baumstämme, deine Artgenossen. Genau, der hier muss auch noch mit rein. Kannst du dich draufsetzen und drauf reiten? Aha. Oh, reiten! Leute, ich komm nicht mehr in mein Haus rein. Nein, ich bin hinter dir. Könnt ihr bitte, ja, trotzdem. Kann mir jemand mein Holzlager fertig bauen, wenn ihr gerade schon alle hier seid? Nein. So, zwei Holzstöckchen fehlen noch. Warte. Nein. Mach dein Mikro aus. Fach. Weißt du, was das Gute an der Marete ist? Ganz deutlich mehr. Gehen Sie bitte raus aus meinem Haus. Gehen Sie bitte raus aus meinem Haus. Gehen Sie bitte raus aus meinem Haus. Mein Haus! Gehen Sie bitte raus aus meinem Haus. Sonst wende ich Gewalt an. Oh, ich höre wieder Leute, die ich verbrennen kann. Warum habe ich so seltsame Nachbarn? Zum Glück bin ich nicht dein Nachbar. Und auch nicht seltsam. Genau, ich bin nicht seltsam. Ich bin ganz normal. Bitte gehen Sie von der Tür. Bitte gehen Sie von der Tür. Das Anklopfen nervt. Oh, wie schön. Ernsthaft, der liegt jetzt da oben? Ja. Nee. Es macht irgendwie Spaß, ihn zuzusehen, wie sie jedes Mal gegen die Tür laufen. Aber bitte mit Kopf voran, ne? Ja, klar, natürlich. Besonders wie... Oh, ja. Ich muss erstmal was trinken. So, fertig. Was läuft bei ihm? Oh ne, das ist ja echt schön gewesen. Wissen Sie? Wir haben da draußen so einen Verrückter, so einen verrückten Skinhead, der versucht, hier reinzukommen. Ich würde echt mal aufpassen. Ich würde hier aufpassen. Warum ist mir jetzt kalt? Hier ist. Du bist die Quelle der Kälte. Ah, natürlich. Warum? Hier wird warm. Schau, hier warm. Feuer. Uga, uga. Macht. Was hast du gesagt? Kaputt gemacht. Ein Wort. Ich möchte ihm die Nasenhaare entfernen. Mit einer Flamme. Tyrox, alles okay bei dir? Alles okay. Okay, hi. Ja. Wegen dir habe ich Schaden bekommen und meine Ureinwohner sind geplatzt. Leute! Danke. Bitte, bitte, immer wieder gern. Ich habe halt hier jetzt mal ein paar Bäume gefällt bei uns und darunter auch den Baum mit dem Baumhaus. Warum? Weil die ja nicht mehr wiederkommen und von daher brauchen die auch kein Haus. Genauso Cybot, der kommt ja auch nicht mehr wieder. Das Haus könnte man eigentlich auch komplett abreißen. Echt, weißt du, mehr kommt er nie wieder? Kirche. Sonst wären die ja jetzt jedes Mal wieder hergekommen. Für Gott, nee, warte mal. Für und Satan. Was? Ich sehe das auch nicht mehr ein, dass ich die Plätze frei halte für die Leute. Nö. Ich bekomme Kälte-Schock.
Zumal wir immer wieder dann auf die Rücksicht nehmen müssen und alle Höhlen 3-4-fach erkunden. Und das mache ich nicht mehr mit. Winter, da ist mein Inventar. Oh, habe ich mich gerade selbst geschlagen? Ja. Hä? Nee, das geht nicht. Saft. Das geht leider nicht, Cassie. Aber wäre nice, wenn das gehen würde. Ey, du hast mein Busch kaputt gemacht, was fällt ihn ein? Hau ab! Du hast mein Busch kaputt gemacht! Apropos, ich brauche die Wärmerüstung. Ich brauche dazu... Verschwinden Sie! Reh? Wildschwein? Alter, ich pack jetzt die Machine aus, Alter! Au. Wenn sie was wollen, ja, machen sie, komm her und machen. Au. Das ist eine ganz andere Frequenz. Hä, hey, ich hatte doch so ein Dachsleder, wo ist denn das hin? Was ist dieser Stock eigentlich so gebraucht? Für nichts. Einfach gleich wieder kaputt. Hat sich jemand bei meinem Pelzlager das komische Hamsterfell genommen dort? Von diesem Meerfrettchen? Nee, nicht. Fell genommen. Aua. Reh, Hase. Brände! Satan, erhöre mein Opfer. Mir fehlt dieses eine. Ich hab nur hier das hier. Da. Das, was hier fehlt, habe ich genommen. Satan, erhöre mein Opfer, ich verbrenne es. Alter, hör auf, mich die ganze Zeit anzuzünden. Da. Schlimm ist das. Seltsame Nachbarn. Immer noch. Darf ich auf die Suche nach so einem neuen beschissenen Dachs? Warum geht mein scheiß Feuer immer wieder aus? Ist das behindert? Also, ist warum? Und darum. Es ist so wunderschön. Es ist einfach schön. Ey, warte, gib mir meine Steine wieder. Die kann ich noch gebrauchen. Also, weiß ich nicht. Für was, aber. Für. Ne? Halt, so halt. Für was überlege ich mir noch? Genau. Mir ist kalt und ich habe wieder kein Feuer. Brauchst du, ja, Mann. Sag ich dir den Arm ab. Kann bitte jemand aufhören, die ganze Zeit Molotow zu werfen? Psst. Ich möchte nicht sterben. Halt dein Maul. Was, halt dein Maul? Halt dein Maul. Boah. Ike, nein, jetzt lass doch die Sachen da, wo sie sind. Ich wollte dir nur ein bisschen extra Arbeit machen. Na super. Hab ja nicht schon genug zu tun hier. Nein, hast du nicht. Hui. Ich hab mein Haus schon wieder vergessen. Hier. Das merke ich mir. Was willst du? Oh. Kann ich werfen. Ja. Bin besoffen. Das glaube ich dir. Ich find's super. Och nee, ich brauche Alkohol. Hat jemand Alkohol? Ja, ganz viel. Hat er niemanden. Draußen? Ich glaube bestimmt noch ein paar. So. Da ist sie weg.
Nö, ich stand die ganze Zeit neben dir.